Ja, ich begrüße Sie und Ihre Gattin gern bei uns als Gäste. Selbstverständlich. Ja, also wir haben ein Vergnügen, mit Ihnen zu Abend zu essen. Natürlich. Ja, wie wäre es vielleicht übernächstes Wochenende? Ja, ich bin da, auf jeden Fall. Gut, wiederhören. Entschuldigung, Herr Saatel. Sagen Sie dem Ober bitte, er soll Ihnen bei der nächsten Bestellung ein paar Tragekörbe mitbestellen. Ja, mache ich. Dieses Karton durchs Haus geschleppt, das gefällt mir gar nicht. Sagen Sie, Sie empfangen übernächstes Wochenende Gäste hier im Hotel? Bitte? Ja, ich meine nur... Das gehört normalerweise zu meinen Aufgaben, ja. Warum interessieren Sie sich dafür? Nein, wissen Sie, ich dachte... Ist mir schon klar. Laura. Ja, ich bleibe hier, zumindest vorläufig. Aber ziehen Sie daraus keine voreiligen Schlüsse? Nein, natürlich nicht. Auch wenn sonst fast alles schief geht und in Scherben liegt, das kann ich. Und das kann mir auch keiner wegnehmen. Na, hier steckst du. Ja? Probier mal. Danke. Sag mal, kann es sein, dass ich da was falsch verstanden habe? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Naja, vielleicht bist ja auch du diejenige, die was falsch verstanden hat. Was soll denn das, Mike? Hallo, ich habe keine Lust auf irgendwelche Spielchen. Wenn du mir was sagen willst, dann sag. Wer steht gerade in der Lobby und lädt Gäste für das nächste Wochenende ein? Ich kann nicht hell sehen. Dreimal darfst du raten. Alexander. Na und? Er hat gesagt, er will weggehen, aber nicht... Nein, er geht nicht weg. Woher willst du das wissen? Weil er es mir selbst gesagt hat. Also entweder du hast was falsch verstanden, oder er erlaubt sich einen dummen Scherz mit dir. Ja, sicher nicht. Vielleicht hat er es sich anders überlegt. Warum geht er nicht weg? Meinetwegen vielleicht? Oh nee, lieber nicht. Da fängt alles von vorne an. Vielleicht verzögert sich die Abreise ja nur. Du hast es schon gehört? Ja. Warum? Was soll denn der ganze Zirkus? War das eine Laune von dir oder was? Nein. Ja, kannst du es mir bitte erklären? Mutter hat Krebs. Deswegen muss ich hier bleiben. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, danke. Als er mir das vorhin von seiner Mutter erzählt hat, ich hätte ihn so gerne in den Arm genommen. Ich würde ihn so gerne trösten und ihm helfen und ihm irgendwie beistehen. Aber ich darf ja nicht. Ich bin ja nicht die Frau an seiner Seite. Schön, dass ihr es einrichten konntet, gleich zu kommen. Kein Problem. Was gibt's denn so Dringendes? Was macht denn der Koffer da? Ja, nun setzt euch erstmal. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe mich wie ein Idiot benommen. Ich habe Charlotte zutiefst verletzt. Jetzt will sie sich im Hotel ein Zimmer nehmen. Da steht ihr Koffer. Sie kann meine Nähe nicht mehr ertragen. Das glaube ich nicht. Du und Charlotte, ihr wart doch immer so... Doch, Katharina, das kannst du mir glauben. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Was hast du denn so Schlimmes gemacht, Vater? Ich habe für Sie einen Platz in einer Spezialklinik gebucht, die eine ganz neue Therapieform anwendet und sich speziell mit Rückfallpatienten auskennt. Das ist doch nicht schlimm. Aber Charlotte wusste nichts davon. Ich habe über ihren Kopf hinweg entschieden. Und als sie sich geweigert hat, bin ich irgendwie durchgedreht. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich lieber gleich umbringen, anstatt uns alle noch länger zu quälen. Das hast du ihr gesagt? Ja. Und jetzt will sie ausziehen.
komme nicht mehr an Sie ran. Es ist im Moment nicht leicht, einen Draht zu ihr zu finden. Ich habe das auch nicht geschafft. Ja. Du hast ihr aber nicht gesagt, sie soll von der Dachterrasse springen. Wie bitte? Ausgerechnet. Sag mal, hast du den Verstand verloren oder was? Ich wollte sie provozieren. Ich weiß, es war falsch. Dann egoistisch und stur, wie ich bin, habe ich nur den Platz in dieser Klinik gebucht. Obwohl ich wusste, dass sie es nicht will. Egoistisch was nicht. Ja, wir müssen alles Mögliche versuchen, damit sie diese Chemo macht. Du liebst Charlotte und du willst sie nicht verlieren. Das ist doch nur klar, dass du alles versuchst. Katharina hat recht. Mutter wird es auch so sehen. Vielleicht nicht jetzt, aber lass ihr ein bisschen Zeit. Du meinst, die Zeit heilt alle Wunden? Diesmal nicht. Deine Mutter hat mich angesehen wie ein Feind. Charlotte braucht dich jetzt an ihrer Seite. Und weil du ihr nicht nach dem Mund geredet hast, glaubt sie, du lässt sie im Stich. Aber das tust du nicht. Werner, du würdest doch alles für sie tun, oder? Natürlich. Ich werde mit ihr reden. Ja, ein Versuch ist es wert. Ich weiß, wie es ist, wie man sich fühlt als einzige Kranke. Lass mich nur machen. Ich glaube, auf mich hört sie am ehesten. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Bestimmt. Hey! Hallo! Was machst du denn so? Kastanien sammeln. Aha. Dann gibt's ja jetzt bald die erste Maroni, ne? An dir ist ja wirklich ein Koch verloren gegangen. Die kann man nicht essen. Da braucht man Esskastanien. Ah, verstehe. Und was machst du dann damit? Ich will sie in den Wald bringen. Da kriegen sie die Tiere, weißt du, hier werden sie ja nur weggeworfen. Okay. Naja, keine schlechte Idee. Warte, ich helfe dir. Wie heißt es so schön? Die Äste soll man sich ins Portemonnaie stecken, dann hat man im nächsten Jahr mehr Geld. Mhm. Was hast du für ein Portemonnaie, dass da Kastanien reinpassen? Ach, vielleicht verwechsel ich doch irgendwas. Vielleicht waren es ja auch die Schuppen vom Neujahrskarpfen. Mhm. Aber stinkt das nicht? Du, niemand hat gesagt, dass Aberglauben nicht stinkt. Kastanien erinnern mich immer an diese Kastanienmännchen, die mein Papa früher für mich gebastelt hat. Dazu gab es immer heiße Schokolade, das war schön. Hey, dann ist es ja gut, dass ich hier bin. Wieso? Ja, vor dir steht Mr. Kastanienmann höchstpersönlich. Ah ja, genau. Gut, wenn man genau hinguckt, stimmt. Du hast was von dem Kastanienmännchen. Hey, unerlaubter Tiefschlag. Nein, ich meine natürlich, dass ich die besten Kastanienmännchen mache. Ach, hör doch auf. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Ja, aber bei mir stimmt's, glaub mir. Auch Beweise, Mike. Glaub mir, wenn du meine Kastanienmännchen siehst, dann willst du keine anderen mehr. Das Risiko würde ich glatt eingehen. Gut, auf deine Verantwortung. Wie willst du denn das machen? Dafür braucht man doch Zahnstocher oder Streichhölzer oder so. Hm, pass auf, ich habe eine Idee. Ich hole jetzt Zahnstocher, um was Warmes zu trinken. Und wenn du noch da bist, wenn ich zurückkomme, kriegst du vielleicht vom Kastanienprinzen ein Küsschen. Hm. Bis gleich. So, bitteschön. Danke. Mensch, ist ja wirklich an alles gedacht. Ach, das Beste kommt noch. Tada! Ach, Kartoffelsalat. Passt ja gut zum Kakao. Ach so, ja. Ein richtig schönes Herbstpicknick ist genau das Richtige jetzt für meine geschundene Seele. Ja. Prost. Prost. Was ist denn mit meinem Kastanienmann? Waren das jetzt nur Sprüche, oder was? So. Bitte schön, ein speziell angefertigter Kastanienmann für dich. Oh Mike, ist das süß. Siehst du, war doch nicht nur ein Spruch. Du überrascht mich, ehrlich. Ach, doch nicht der Rede wert. Bringst du mir noch einen Pullover aus dem Kasten? Am liebsten dem Aprikofarbenen. Ja, da habe ich schon. Oh, ich versuche schon die ganze Zeit, Robert zu erreichen. Er weiß auch noch gar nichts. Willst du Robert am Telefon sagen, dass eure Mutter wieder Krebs hat?
Naja, irgendwie muss er sie erfahren. Ja, stimmt. Aber geht nicht ran und auf die Mailbox will ich ihn nicht sprechen. Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee, dass du bei Mutter übernachtest? Ja, es ist besser, als wenn sie allein in einem ungewohnten Zimmer schlafen muss. Findest du das gut, wenn du sie in dieser destruktiven Haltung auch noch unterstützt? Sie denkt doch umso mehr, dass sie das Richtige tut. Sie will dort übernachten, Alexander. Und ich mache nichts anderes, als ihr Gesellschaft zu leisten. Aber du willst doch auch, dass sie wieder gesund wird. Natürlich will ich das. Siehst du? Deshalb sollten wir unmissverständlich klar machen, dass sie auf dem falschen Weg ist. Wie denn? Durch Druck? Meinetwegen auch durch Druck. Hauptsache, sie fängt diese Chemo an. Alexander, ich will doch auch, dass deine Mutter gesund wird. Aber wir dürfen sie es nicht allein lassen. Und sie fühlt sich allein gelassen. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Sie braucht jetzt jemanden, mit dem sie reden kann. Mit dem sie lachen, weinen kann. Jemanden, der ihr Wärme gibt. Aber ganz sicher niemanden, der sie unter Druck setzt. Ich hab doch gesagt, lass mich machen. So. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja. Fertig? Ja. Und? Wirst du mich heute Nacht vermissen? Ich werde mich heute Nacht um Vater kümmern. So. Bitte schön. Ein speziell angefertigter Kastanienmann. Laura. Dann heißt es wohl Lebwohl sein. Mach's gut. Mike ist also der Grund, warum du nichts mehr von mir wissen willst. Es ist aus. Vergiss mich, Alexander. Hast du jemand anderes erwartet? Ich habe es gehofft. Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Ich freue mich doch. Auch wenn es nicht so geklungen hat. Das verstehe ich. Weißt du, Alexander, das ist schon komisch. Das erste Mal seit 34 Jahren, dass wir nicht zusammen in einem Bett schlafen. Ob das so stimmt? Na, jedenfalls. Das erste Mal, dass wir hier beide im Haus sind und Charlotte nicht hier schläft. Du musst dir keine Sorgen machen. Katharina schläft heute Nacht bei ihr. Dann ist sie wenigstens nicht alleine. Ich habe gerade eine Flasche Wein aufgemacht. Trinkst du ein Glas mit mir? Gerne. Weißt du, die beiden verstehen sich. Ich denke, das ist gut für Mutter. Ja. Katharina ist eine tolle Frau. So tapfer, hilfsbereit, wahrer Glücksgriff. Ja, ich weiß, was ich an ihr habe. Daran werde ich mich jetzt gewöhnen müssen. Woran? An die Situation. Welche Situation? So wird es bald immer sein. Ab und zu schaut mal einer meiner Söhne auf ein Glas vorbei oder vielleicht auch mal zum Frühstück. Aber ansonsten wird hier Stille herrschen. Dich allein. Niemand wird mehr Charlotte ersetzen können. Ihr Lachen, ihre Ratschläge, ihre... Jetzt hör mal auf, du tust ja gerade so, als ob... Ja, komm, sprich es ruhig aus. Es wird nicht passieren. Und du hör endlich auf, dich in deinem verdammten Selbstmitleid zu suhlen. Damit hilfst du niemandem, Mutter am allerwenigsten, ganz im Gegenteil. Sie braucht dich jetzt, Vater. Wahrscheinlich mehr denn je. Also reiß dich zusammen und versuch, einen klaren Kopf zu bekommen. Ich habe einen klaren Kopf. Und ich sage dir, wenn sich deine Mutter nicht bald therapieren lässt, dann wird sie nicht mehr lange leben.